So, meine Diva ist zurück von der Inspektion für dieses Jahr. Wenn es so läuft wie erwartet, werde ich ja mit ihr dieses Jahr die 100.000 Kilometer knacken. Eine Sache habe ich bei der Inspektion nicht machen lassen und das ist den Luftfilter sauber machen, weil ich da so einen Dauerluftfilter drin habe, der halt richtig gereinigt werden kann, muss. Und ja, da Stundenlohn natürlich das Teuerste ist, dachte ich, ich wage mich jetzt endlich mal selber an so eine Aktion dran. Deswegen heute mein Versuch, Tank abbauen, Luftfilter rausmachen und dann halt hier dieses ja, DNA Airfilter Service Kit mal ausprobieren, sauber machen, wieder neu einölen und das Ganze reinmachen. Ja, und wenn euch auch interessiert, wie ich dabei zugrunde gehe, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Wie gesagt, heute versuche ich mich mal dran, den Luftfilter selber rauszubauen. Ich muss gestehen, bis jetzt war ich da ja immer die Mega-Memme, selber irgendwas so richtig auseinanderzunehmen. Ich meine, so ein bisschen was hier hinten dran schrauben, das ist okay, aber das eigentliche Teil auseinandernehmen, muss ich mal gucken. Der Thomas Duckstyle sozusagen, er hat mich da ja ein bisschen motiviert mit seinem Video, wo er mal gezeigt hat, wie der Tank abgeht. Bei seiner 1200er Monster ist eigentlich ziemlich genau dasselbe hier. Am meisten gruselt es mich dann hier, diese Anschlüsse unten am Tank abzuziehen. Ich bin gespannt. Und deswegen lasst uns mal losstürzen. Ihr werdet bestimmt einiges an Schnitten sehen im Video, weil ich natürlich die ganzen Sachen, wo ich mich blöd anstelle, danach herausschneide. Losgehen tut das Ganze halt erstmal mit dem Tank abmachen, um an den Luftfilter dran zu kommen. Sitzbank habe ich hier schon mal hinten aufgeschlossen, die können wir dann einfach runternehmen. Und dann sind sozusagen zwei verschiedene Stellen, an denen man was abschrauben muss. Die erste relativ einfache ist hier hinten. Da ist diese Aufhängung, wo sich der Sitz einhakt. Die kann man ja halt einmal runterstellen. Das ist sozusagen auch die Möglichkeit, um dann den ganzen Sitz tiefer zu machen. Da kommen dann hier noch diese Stöpsel, die am Sitz sind, die kommen weg und dann kommt die ganze Sitzbank ein Stück runter. Dazu muss man, glaube ich, hier auch noch diese kleinen Flügel wegschrauben und dann kann man halt den Sitz eine ganze Ecke tiefer schrauben. Wir machen das Ganze aber nur, um jetzt da hier diese Halterung zu lösen, mit der man dann den Tank sozusagen hier unten aushängen können. Das sollte so gehen, dass ich die Schraube rausmache und dann müsste das hier so ein Blech sein, was ich hier rausziehen kann. Hakelt ein bisschen, zack. Damit sollte er jetzt hier unten eigentlich ziemlich lose sein und sich hier rausheben lassen. Nächste Stelle ist dann hier oben. Da ist erstmal die Abdeckung, unter der sich dann so eine Aufhängung verbirgt oder so eine Befestigung verbirgt. Das müssen wir jetzt auch erstmal losschrauben, um diese Abdeckung wegzumachen. So, zwei Schräubchen. Und dann müsste sich hier das ganze Gummi abziehen lassen. Zack. Und damit haben wir jetzt dann hier diese, in dem Fall ist es nur so eine Gummihalterung, entsprechend freigelegt, die wir abhängen können. Bei den etwas nobleren Monstern ist hier so ein schöner Klappverschluss dran, so ja, so ein Klappteil halt. Sordele, Tank abheben. Aus dem Video vom Thomas hatte ich eigentlich in Erinnerung, dass der den einfach nur vorne angehoben hatte und hat dann hier irgendwas drunter gestellt, um hinten an diese Anschlüsse zu kommen. Ich habe das jetzt hier eben mal so ein bisschen probiert, aber hier bleibe ich dann sozusagen hängen. Was bei mir aber gut funktioniert hat, ich habe mir jetzt hier einfach mal so ein schönes Stückchen Holz geholt, dass ich ihn hinten anheben kann an der Stelle und lupf den jetzt dann mal hier aus der Halterung raus und kann mir hier schön was drunter legen. Und jetzt komme ich auch sehr schön an die Anschlüsse hier drunter. Ich glaube, da hole ich mal kurz die andere Kamera noch mal bei, um das so ein bisschen zu zeigen. Also, wir sind hier drunter. Wir können das jetzt sehen.
Und da kommen hier zum einen diese zwei Leitungen an, Stromverbindungen, und das andere ist dann wirklich, ja, kann man nicht schlecht sehen, der Schlauch. Und die drei Sachen müssen wir jetzt sozusagen abziehen. Mal gucken, wie gut das klappt. Zack. Einmal, zweimal, das sind ganz einfache Steckverbindungen, wenn ich das so sehe. Hier ist ein bisschen Murzgummi drum. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung sollte das denn abgehen. Ah, da ist auch noch so eine, ja, so eine Klammer dran. Da muss ich jetzt mal ein bisschen blind wühlen und gucken, wie ich die abkriege. Ah, hinten dran ist der. So, jetzt haben wir schon mal die Finger schön dreckig gemacht. Seht ihr es noch hier? Ja, ihr seht's. Das heißt, hier ist hier hinten wirklich so ein Clips dran gewesen, den man nur mal kurz ein bisschen zurückziehen muss, und dann kann man den Stecker halt so runterziehen. Der andere ging relativ einfach, der war wirklich nur abzuziehen. Und jetzt kommt sozusagen noch der Benzinanschluss, und da kann ich mich noch erinnern, den muss man so ein bisschen zusammendrücken und dann kann man den abziehen. Soweit die Theorie. Es kommt auch nur ein bisschen Benzin, das war ja nämlich noch meine größte Befürchtung, dass wenn ich den halt abziehe, dass es dann raus tropft ohne Ende. Und ich natürlich entsprechend wintertauglich den Tank schön voll gemacht habe vorher. So, ist jetzt, alle drei Sachen sind jetzt da ab. Und jetzt sollte ich das Teil eigentlich runterheben können. Zack. Tada. Sodele, hey, ich hab's freigelegt. Na bravo. So. Und jetzt müssen wir hier irgendwie einfach nur den Luftfilter rausziehen, denke ich mal. Hier ist das, was ich gemeint hatte eben. Das ist, wie gesagt, dieser Ring, den man zusammendrücken muss, damit er hier auseinander geht und quasi sich abziehen lässt. Und hier die zwei Stecker. Im Nachgang habe ich jetzt noch gesehen, das wäre noch eine dritte Sache, eine vierte Sache gewesen, nämlich hier die Entlüftung oben sozusagen, die hier ankommen, das Stück, das hat sich jetzt zum Glück freiwillig gelöst. Wenn ich mir das aber so angucke, dann ist das auch ganz schön porös. Vielleicht bei Gelegenheit dann auch mal irgendwann frisch machen. Das Ganze hat sich hier zum Glück von alleine gelöst, aber das ist natürlich dann nachher hier einer von den Schläuchen, an die wir noch denken müssen, den wieder anzustöpseln hier. Damit haben wir jetzt auch schon den Luftfilter freigelegt. Ich muss gestehen, ich hatte Schlimmeres befürchtet, dass ich erst noch hier irgendwas weitergehend abbauen muss, aber wir haben ihn tatsächlich schon hier direkt liegen. Und wir müssen hier nur die drei Schrauben lösen, um das Ganze aus dem Gehäuse rauszuziehen. Das ist jetzt mal eine Nummer kleiner noch, oder mindestens eine Nummer kleiner Inbusschlüssel, wie den wir jetzt hier oben verwendet haben oder unten an dem Halteblech. Aber bis jetzt kommen wir ausschließlich mit den Inbusschlüsseln hin. Nummer 2, Nummer 3. So, drei Schrauben sind weg und jetzt können wir das gute Stück hier einfach rausziehen. Und da haben wir schon unser Corpus Delicti, was wir sauber machen wollen. So, das Wichtigste, was wir natürlich jetzt da machen müssen, ist hier dafür sorgen, dass hier diese Öffnung zu ist, dass da kein Dreck reinkommt in der Zeit, wo wir sozusagen warten. Oder beziehungsweise das andere Teil sauber machen. Das muss ja dann auch erstmal trocknen. Deswegen hat hier das gute Stück jetzt erstmal ausgedient und muss jetzt einfach nur in der Ecke stehen, bis wir den entsprechenden Filter dann sauber gemacht haben und das Ganze wieder reinstecken wollen. Der Filter an sich steckt jetzt hier noch in so einer Halterung drin, die man aber mit einer Handschraube lösen oder öffnen kann. Der ist quasi hier nur so einmal eingespannt.
von oben unten. Und hier sieht man auch schon, dass hier ein bisschen was an Dreck dranhängt. Und auch hier drin, lecker, inklusive ein bisschen Laub. Ich weiß nicht, ob man das erkennen könnt hier. Also es gibt auf jeden Fall was zu reinigen. Und das machen wir jetzt da. So, jetzt haben wir hier den Filter draußen. Ist auch schön dreckig innen drin. Und jetzt heißt es in der Anleitung, man soll das erstmal auspinseln. Wenn ich geguckt habe, dann ist es ja hier so, das Teil steckt ja jetzt da drin mit der Öffnung hier so nach oben. Das heißt, er holt sich hier die Luft rein und zieht sie dann sozusagen nach da ins Gehäuse. Deswegen ist auch der meiste Dreck hier drin. Heißt dann nachher, weil ich habe schon überlegt, ob man das noch mit dem Kompressor freiblasen muss, habe dann aber die Befürchtung gehabt, dass ich mir sozusagen eher in den Stoff reinpuste. Aber jetzt in die Richtung dürfte es ja recht gut gehen, dass ich nachher auch nochmal mit dem Kompressor von außen draufblasen kann. Erste Aktion allerdings hier, erstmal alles rauspinseln, was so drin rumfliegt. Und hier seht ihr schon, ist eine ganze Ecke, was da drin rumhängt. So, dann versuchen wir es jetzt mal mit Pusten, ne? Kompressor hat Luft geholt, jetzt können wir einmal den da reinpusten. Ja, wenn ich hier so reingucke, da hat das mit dem Pusten auf jeden Fall noch was gebracht, vor allen Dingen. Ich habe ja einmal hier geblasen, sozusagen in den Rillen und einmal auf der Rille, weil sozusagen obendrauf ist ja hier innen drin quasi das Tälchen, wo sich alles sammelt. Und da hat es jetzt doch nochmal eine ganze Ecke nach oben gepustet. Mal gucken, ob wir das jetzt auch noch wieder rauskriegen, ohne dass wir das wieder in die Rillen reinkehren, sozusagen. So, hier haben wir also auch nochmal ein gutes Stück rausgeholt. Und jetzt wird quasi im nächsten Zug gewaschen. Wir haben ja bei dem Kit dabei einmal das Öl, mit dem wir nachher den Filter wieder einölen. Und einmal den Reiniger, mit dem wir es jetzt erstmal richtig einweichen. So, hier haben wir also den Reiniger. Da sind zwei Sachen nötig. Erstmal hier oben die Nase abkneifen, dass was rauskommen kann. Und dann ist die aber auch noch mal sozusagen transportgesichert. Da ist hier oben so eine Kappe noch drin. Ah, da haben wir ihn. So. Kommt hier das Käppchen drauf. Und jetzt soll der hier so richtig schön eingeölt werden. So, und dann habe ich auch wieder die Glanzleistung vollbracht. Ich habe es jetzt gewaschen und hat die Kamera nicht laufen. Super, super Sache. In der Anleitung drin stand jetzt da, man soll von der verschmutzten Seite zur sauberen Seite spülen. Was mir ein bisschen komisch vorkam, weil ich denke, dann spült man doch eigentlich den Dreck erst noch richtig hier in das, in den Filter rein. Letztendlich habe ich ihn jetzt wirklich einfach unter fließendem Wasser sozusagen in den Eimer rein hier wieder durchgespült, mit dem Pinsel die ganze Zeit gerieben, von innen dann auch. Da ist es natürlich praktisch, wenn man so einen hat, wenn man quasi eine Bürste hat, die hier so um die Ecke geht, dass man wirklich so schrubben kann. Hier mit dem normalen Pinsel, mit dem da, war es jetzt halt ein bisschen schwierig, da immer so reinzustochern, sag ich mal. Das würde wahrscheinlich besser gehen. Ansonsten sieht er jetzt aber soweit eigentlich echt schick wieder sauber aus. Wenn man so gegens Licht guckt, kann man durch sämtliche Lamellen wieder schön nach draußen gucken. Das sieht gut aus. Die Anleitung sagt, eine Stunde lang trocknen lassen, mindestens. Ich lasse jetzt halt hier wirklich erstmal eine Nacht stehen
Und morgen mache ich dann weiter. Dann kommt im Prinzip der Schritt, hier das Ganze wieder einzuölen. Und dann kann das Ganze wieder retour ins Motorrad rein. So, le Gong zur zweiten Runde. Gestern habe ich ja, wie gesagt, das Ganze jetzt da hier schön ausgewaschen. Habe es jetzt eine ganze Nacht lang trocknen lassen. Wenn ich jetzt hier so reingucke, sehen alle Waben wieder richtig schön sauber aus. Ein paar kleine Ecken hängen vielleicht noch irgendwo rum, aber im Großen und Ganzen ist das schön sauber geworden wieder. Hier das, wo der Filter drin eingespannt wird, habe ich auch noch mal richtig sauber gemacht gestern. Das ist also auch wieder parat, aber heute geht es eigentlich darum, dass jetzt der Filter hier wieder eingeölt wird. Da ist es dann so, dass hier die ganzen Rillen der Reihe nach, also der Berg jeweils quasi eingeölt wird, und dann sackert das eigentlich in die Waben rein sozusagen. Und normalerweise, wenn man das dann 10 Minuten stehen lässt, dann sollte das richtig schön gleichmäßig rot alles sein. In dem Anleitungsvideo von dem Hersteller selber habe ich dann noch schon gehört, beziehungsweise haben sie gesagt, ruhig lieber ein bisschen mehr reinmachen. Das wird im Zweifelsfall halt wieder quasi eingeatmet und verbrannt. Das ist nicht ganz so wild wie zu wenig. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ja, ich hole mal einen Auffangbehälter. Eigentlich sollte da gar nicht so viel daneben gehen, also nicht wie bei der Reinigungsflüssigkeit vorher, wo man es wirklich so voll tropfen sollte, bis es anfängt, der Filter an sich dann zu tropfen. Hier ist es jetzt wirklich nur möglichst gleichmäßig auf jeden Kamm eine Spur zu legen, die dann halt richtig schön da rein sackern kann. Die Dose wieder genauso wie gestern, einmal oben die Spitze abknipsen und innen drin ist noch einmal ein Deckel, den man mit der Zange abheben kann. Heute habe ich es auch besser hingekriegt und natürlich in dem Moment mehr die Kamera angehabt. Allgemein habe ich ja gestern bei einigen Aktionen auch vergessen, Aufnahme zu drücken irgendwie. Bin scheinbar doch sehr aus der Übung sozusagen nach meiner selbst auferlegten Winterpause. Aber wir legen jetzt mal los, mal gucken, wie das klappt. Beziehungsweise habe ich jetzt schnell nochmal die Kamera umgestellt, weil ich irgendwie immer mir selber im Weg stand. Ich hoffe, das sieht man jetzt so rum besser. Also. Bisschen tropft es doch vorbei, weil ich oben aus dem Hals sozusagen kommt es ein bisschen raus. Von daher war es doch ganz gut, dass ich hier noch den Auffangbehälter drunter gemacht habe. Aber ansonsten läuft das doch hier hoffentlich recht gut. So, wir sind einmal durch und wenn ich mir den Behälter hier so angucke, also der hält sozusagen mindestens zweimal. Die Reinigungsflüssigkeit, würde ich sagen, gibt auch noch einmal her. Und jetzt da mache ich es eigentlich erstmal so wie gestern und drehe das noch ein bisschen in meinen Fingern, damit ich auch weiß, dass es sich ein bisschen gleichmäßig verteilt. Nachher gucke ich dann noch mal durch. Es ist ja angegeben, ähnlich wie bei dem Reinigungszeug, dass es so 10 Minuten mal einziehen soll. Ich drehe es jetzt hier noch ein bisschen, dass es überall auch sich gleichmäßig verteilt, und dann gucke ich noch mal durch, ob ich noch irgendwelche hellen Flecken sehe, und werde dann, glaube ich, noch ein bisschen nachpunkten. So, 10 Minuten sind rum. Im Großen und Ganzen sieht es hier vom drüber gucken ziemlich gut aus. Wenn ich aber so von hinten durchgucke, da sehe ich immer mal noch so ein paar kleine weiße Flecken. Da werde ich jetzt, glaube ich, überall von außen noch mal so ein Tröpfchen reinmachen. Und dann soll es aber auch gut sein. So, die zweite Runde ist auch rum. Und wenn ich jetzt hier reingucke, sieht das alles sehr schön aus. Hat sich überall verteilt. Von außen ist er sowieso schön einheitlich rot. Damit sollte das gute Stück jetzt wieder fertig sein. Ich habe jetzt da eben gerade noch mal in meinem Video von gestern gespickt, wie rum er denn eigentlich eingeklemmt war in dieser Halterung drin. Weil hier unten ist so ein
ja, so eine Schaumstoffdichtung oder so ein Puffer drin. Und da habe ich jetzt da gestern, wie gesagt, nochmal ins Video reingeguckt und das gehört nach unten. Sprich, so rum kommt das Ganze wieder da rein. Wir spannen hier wieder den Deckel oben drauf. Zack. Und dann wird das Ganze wieder zugeschraubt. Sodele. Und damit haben wir hier unseren tollen gereinigten Luftfilter wieder frisch eingeölt und können das Ganze jetzt wieder einbauen. Das heißt, wir holen hier erstmal wieder unseren Stopfen raus, mit dem wir dafür gesorgt haben, dass nichts reinfällt, und setzen das gute Stück jetzt einfach hier wieder ein. Einmal, zweimal, dreimal. Gut, das war's schon gewesen. Der noch spannendere Teil wird jetzt natürlich wieder den Tank draufsetzen. Da hatten wir ja von gestern hier die drei Anschlüsse. Die dürften eigentlich relativ einfach sein, wenn ich mir hier wieder mein Holz drunter lege, wo ich halt den ein bisschen hochbock, dass ich das von unten wieder anstecken kann. Ein bisschen problematisch dürfte dann hier der Schlauch sein, der ja unten an die Entlüftung dran wird. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich klappt. So, bevor ich den Tank jetzt gleich wieder drauf mache, wollte ich mir das nochmal von unten angucken, damit ich das alles richtig peile. Der Stecker dürfte relativ einfach sein. Das hier ist ja nur eine Masseverbindung. Und hier kommt dann der Benzinschlauch wieder drauf. Wie gesagt, das hier wird ein bisschen spaßig werden, nehme ich mal an, weil es relativ kurz ist. Mal gucken, wie ich das wieder reinkriege. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr die Aktion vorhabt, dann vielleicht, wenn der Tank nicht so voll ist. So, sitzt ein Futter erstmal wieder. Und unser Späßchen ist jetzt wirklich hier. Da sitzt der Schlauch. Ich hoffe, man kann das von euch auch sehen. Hier haben wir den einen Schlauch. Und jetzt versuche ich mal, das Stück zu finden. Das müsste ja... Ah, da geht es nämlich schon los. Das ist sozusagen jetzt durchs Aufsetzen irgendwo oben reingedrückt worden. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. So. Eben hatte ich ihn auf jeden Fall recht schön in den Fingern gehabt, den Schlauch. Aber wo ist er jetzt wieder hin? Da ist er. Guck mal hier, da klemme ich mir jetzt, glaube ich, auch was dazwischen. Und dann kriege ich den hier hoffentlich wieder schön zusammengesteckt. So, kurz angelupft und dazwischen gesteckt. Und jetzt kommen wir hoffentlich auch hier gut dran. Jawohl. So, der ist auch wieder verbunden. Dann können wir das Ganze hier wieder ablassen. Das passt soweit erstmal, beziehungsweise jetzt kommen hier hinten die Stecker dran. Als erstes mache ich mal wieder die Benzinverbindung hinten. Das ist jetzt alles leider so ein bisschen ein Blindflug, also nicht wirklich was für euch zu sehen. Da
Das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mir halt nicht sicher. Wupp. Wann sozusagen das Teil jetzt wirklich eingerastet ist. So, ich kann es euch jetzt dann nur beschreiben sozusagen. Also ich habe jetzt doch versucht, den Ring zusammenzudrücken und gleichzeitig drauf. Nach 2 oder 3 Anläufen war es jetzt da auch so, dass ich nicht wieder einfach so runterziehen kann. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass er richtig sitzt. So, zweiter Stecker war ja dann hier der mit den richtigen Anschlüssen. Und der dürfte eigentlich ja wirklich nur in der einen Richtung reinpassen. Und ich weiß noch, dass hier diese Lippe nach hinten war. Also das sollte sich recht gut stecken lassen, hoffentlich. Wenn ich denn im Blindflug hier die richtige Stelle finde. Er ist wo drauf gerutscht und er ist auch wo eingerastet. Also betrachte ich das auch mal als erfolgreich. Zu guter Letzt haben wir hier nur noch den kleinen Massestecker. Den kriegen wir ja hier hoffentlich recht gut drauf. Ja, das klappt eigentlich recht schön. Hua, damit haben wir jetzt da hoffentlich alle Anschlüsse hier unten drunter wieder dran und können das Ganze ablassen. Hier vorne sitzt der Tank jetzt da auch wieder richtig auf. Genau. Seht ihr hoffentlich. Er ist wieder unten angekommen. Hier innen drin die Halterungen sehen auch richtig aus. Drübere Seite sitzt auch auf und dann kann ich hier das Gummi wieder einhängen, um quasi hier oben festzumachen. Hier hängt er auch wieder. Damit können wir jetzt da dann diese Schiene hier wieder draufsetzen und ihn quasi hier wieder festmachen. Das kommt mir jetzt aber noch ein bisschen komisch vor. Mal gucken. Zack, jetzt. Muss also wirklich da so ein bisschen reinrutschen. Dann passt das hoffentlich wieder. Ups, so. Jetzt hat es auch hingehauen. Ich habe es also eben erst noch mal ohne die Schiene hier ein paar Mal rein und raus gedreht, dass das Gewinde wieder schön leichtgängig ist. Und dann habt ihr eben gesehen, ich habe es mir hier mit dem Holz ein bisschen runtergedrückt, weil es halt nicht genau vorm Loch gesessen hat und jetzt hat es geflutscht. So, und jetzt wäre natürlich ein guter Moment, mal auszuprobieren, dass auch noch alles läuft. Da ist sie wieder. Kleine Wohltat. Also ich denke mal, sie hat jetzt lang genug gelaufen, um sicherzustellen, dass sie wirklich auch hier noch Sprit kriegt und Sprit zieht über die Pumpe. Ich sehe auch nichts tropfen, also sollten da hoffentlich die Anschlüsse alle richtig sein. Weil hier kommt man halt, jetzt wenn der Tank wirklich drauf sitzt, kommt man eigentlich gar nicht mehr dran. Das Massekabel könnte ich hier noch abziehen, aber dann hört es schon auf, dann ist es vorbei, weiter kommt man hier nicht. Also, sagen wir mal, Operation gelungen. Jetzt muss ich nur noch oben wieder
hier die Gummiabdeckung drauf machen und dann war es das erstmal gewesen. Das mache ich jetzt noch schnell und dann gibt es noch die warmen Worte zum Abschluss. Sodle, und damit das Fazit von meiner Aktion. Nee, stopp, ich mache es jetzt noch wieder drauf. Ach so, und bevor ich es vergesse, natürlich hier nachher nicht wieder vergessen, hier die Sitzeinrastung hochzumachen. Und dann können wir auch hier den Sitz wieder schön einhängen. Zack, und wir sind fertig. So, und damit Fazit zu meiner ganzen Aktion. Mir ist jetzt schon klar, dass die nur halbwegs ambitionierten Hobbyschrauber alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und dachten, oh Gott, du Fall, was stellst du nicht so an? Aber für mich hat das jetzt schon echt ein bisschen Überwindung, mal hier so weit Hand anzulegen, den Tank abzurupfen. So irgendwelche Sachen anschrauben ist ja immer kein Ding, Hebel, bla bla. Aber jetzt wirklich dieses Abmachen, da hatte ich schon so ein bisschen Marotten vor. Vor allen Dingen halt mit den Steckern hinten abstecken. Hinten ging jetzt eigentlich für mich noch. Schwieriger fand ich das an der vorderen Stelle, aber im Großen und Ganzen, ich meine, wir haben für die ganze Aktion jetzt hier wirklich nur 2 Inbusschlüssel gebraucht, mehr nicht. Damit ließ ich sozusagen der ganze Teil erledigen und ja, ich denke mal, das kriegt man schon hin. Vor allen Dingen hatte ich halt gedacht, dass wirklich der Luftfilter noch ein bisschen mehr verbaut ist und dass ich mehr die Airbox noch öffnen müsste oder sowas, aber das war ja jetzt wirklich einfach. Da muss man also auch nicht vor zurückschrecken. Was ist jetzt aber mit dem Luftfilter an sich? High Performance DNA Luftfilter. Dasselbe gibt es eigentlich auch von K&N zum Beispiel. Diese Dauerluftfilter. Ich habe die damals bei irgendeiner Aktion von den Spezialisten reingemacht kriegt. Lohnt sich jetzt wirklich? Kann ich nicht sagen. Also Performance, ich sag mal, bei meiner Fahrerei, ihr kennt das ja, brauche ich das Quäntchen Performance nicht, deswegen wäre es jetzt nicht unbedingt notwendig. Rechnen, ob sich es rechnet, ich bin mir auch nicht sicher. Also, keine Ahnung, normaler Luftfilter, der dann im Normalfall, glaube ich, alle 30.000 Kilometer gewechselt wird, kostet an die 20 Euro oder sowas. Je nachdem, wo er ihn halt holt. Plus dann natürlich die Zeit, wenn er es in der Werkstatt machen lässt. Sowas könnt ihr halt, denke ich mal, nicht in der Werkstatt machen lassen. Also ich glaube nicht, dass sich eine Werkstatt hinstellt und wirklich dieses Saubermachen, wirklich putzen mit dem Mittelchen und dann wieder einölen. Und wenn sie es machen, kostet es halt ein Heidengeld. Der Luftfilter an sich kostet, glaube ich, jetzt 60 Euro, der DNA-Luftfilter. Das Clean Kit kostet 20 Euro. Geht mit Sicherheit auch mit irgendeinem anderen Öl und irgendeinem anderen Reiniger. Müsst ihr halt überlegen. Und ihr habt es ja gesehen, das Kit reicht auf jeden Fall nochmal für eine zweite Wäsche sozusagen. Ich habe den Luftfilter jetzt drin seit 30.000 Kilometern. Wir sind jetzt bei 85.000 Kilometern. Könnt ihr euch so ungefähr mal überlegen. Und es war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich ihn richtig gewaschen habe. Also könnt ihr halt gucken. Und wie gesagt, im Normalfall alle 30.000 Kilometer wird der normale Luftfilter gewechselt. Den könnt ihr halt locker mal bei irgendeiner Inspektion einfach mitmachen lassen, beziehungsweise auch wenn ihr es selber macht, ist das halt rausschmeißen, reinstecken, relativ einfach gemacht. Also, ich weiß es nicht. Ich habe ihn jetzt halt drin, ich bin jetzt froh, dass ich wieder sauber habe. Meine Diva ist jetzt da bereit für den Sprint auf die 100.000 Kilometer. Mal gucken, wenn es so läuft wie im letzten Jahr, werde ich das dieses Jahr wohl zusammenkriegen. Sie war jetzt ja auch gerade erst in der Inspektion. Da habe ich also quasi alles machen lassen, außer den Luftfilter reinigen halt. Ich habe einen neuen Kettensatz drauf machen lassen. Leider wieder mit dem silbernen Kettenrad statt dem schwarzen. Ist leider so. Nervt mich immer noch ein bisschen, aber der Kettensatz beim letzten Mal, der hat mir wirklich gut gefallen. Also der hat jetzt da einiges runter gehabt, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich blende es vielleicht noch hier ein und war eigentlich immer noch gut, also den hätte ich locker noch eine ganze Ecke fahren können, also hinten, wenn man halt hinten an der Kette mal gezogen hat, die hat sich nur ein ganz kleines bisschen vom Kettenrad abgezogen,
Das wäre quasi noch eine ganze Ecke gegangen, aber da wollte ich jetzt auch mal wieder frisch machen lassen. Bremsbeläge hinten und vorne sind gemacht worden. Kupplung habe ich dieses Mal machen lassen. Das erste Mal hatte ich ja Kupplung machen lassen oder gemacht bekommen auf Empfehlung, dass ich sie austauschen lassen sollte bei 30.000 Kilometer. War ich auch ein bisschen überrascht. Wie gesagt, jetzt so die hat 50.000 Kilometer ja noch mal drauf, also 55.000 Kilometer eigentlich runter gehabt. War auch so eigentlich immer noch gut. Man hat so die ersten Ansätze gemerkt beim Kupplung ziehen, dass da so an der Kreuzung schwer den Leerlauf reingekriegt hast. Und ich hatte schon einige Male nachgedreht gehabt. Von daher hatte ich jetzt dann halt auch gesagt, jetzt kommt sie mal raus. Und bei der Gelegenheit hatte ich jetzt da auch noch mal den Kupplungszug austauschen lassen. Das war auch was. Ich bin gespannt, ob es das Problem löst. Eigentlich hatte ich bei meiner oder bei der hier die ganze Zeit immer das Problem, dass in komplett ja nicht reproduzierbaren Abständen, immer wenn ich die Kupplung mal gezogen hat, dann hat sich so angefühlt, als ob der Zug irgendwo an einem Plastik hängen bleibt oder sowas. So ein komisches Knacksen, Kratzen. Ich bin mal gespannt. Ich kann auf jeden Fall schon sagen, so leichtgängig wie jetzt da habe ich die Kupplung noch nie gesehen. Also da bin ich auch aufs wirkliche Fahren gespannt. Und damit steht mein gutes Stück hier wieder, wie gesagt, gut da für die Saison. Mal gucken, ob wir die 100.000 knacken. Das war es allerdings dieses Jahr noch nicht. 85.000 Kilometer. Ihr könnt es euch denken, bei 90 ist dann nochmal Desmo-Service fällig. Und den werde ich auch wieder machen lassen da. Ich wollte ihn jetzt da nicht bei der Inspektion schon mitmachen lassen, weil letztendlich 5.000 Kilometer verschenken sozusagen, in Anführungszeichen, wollte ich jetzt auch nicht. Und das müsste ungefähr in der Zeit hinhauen, wo sie dann dieses Jahr auch wieder zum TÜV muss. Und dann wird es noch mal schmerzhaft sozusagen, aber dann dürfte sie wieder komplett fit dastehen. So. Dann drückt mir die Daumen, dass das alles so hinhaut. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.